Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Interviewreihe Auf eine Limo mit. Mein Name ist Jennifer Hake und ich sitze hier heute im Club Flamingo Rosso und zwar mit dem Geschäftsführer vom Haus der Wissenschaft Braunschweig, nämlich Thorsten Witt. Und wir sprechen heute bei einer Limo darüber, wie Eventformate im Bereich Digitalisierung die Vernetzung und das Entfachen von innovativen Ideen unterstützen können. Schön, dass Sie da sind, Herr Witt. Hallo, ich freue mich auch. Sie sind ja Experte für neue Veranstaltungsformate, also vor allem zum Austausch zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft. Und vor einem Jahr haben Sie ja auch begonnen, verstärkt auch Formate im Themenbereich digitale Transformation zu entwickeln. Und dafür erhält das Haus der Wissenschaft jetzt auch jährlich 50.000 Euro Fördergelder von der Stadt Braunschweig. Wie kam es denn dazu? Ich glaube, den Auftakt hat es genommen, dass im letzten Jahr der Trafo Hub hier in Braunschweig eröffnete. Und da gab es eben lange Gespräche, unter anderem mit Braunschweig Zukunft, aber auch dem Arbeitgeberverband Braunschweig. Und es ging eben darum, nebst diesem Ort, der geschaffen werden sollte, diesen Ort eben auch mit Leben zu füllen. Und da kam man eben recht schnell auf den Gedanken, dass es dazu auch die entsprechenden Veranstaltungen braucht, um die Leute da zusammenzubringen. Und weil wir hier in Braunschweig jetzt schon seit 11 Jahren ziemlich aktiv sind, was die Veranstaltungen angeht, zur Vernetzung, zum Austausch in den verschiedensten Themenfeldern, kam das Haus der Wissenschaft ins Spiel damals. Sehr schön. Und welche gemeinsamen Ziele werden da verfolgt? Uns geht es vor allem darum, die unterschiedlichen Akteure zusammenzubringen zu dem Themengebiet. Es sind je nach Thema auch ganz unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Hintergründen. Aber es sind vor allem Leute, Freischaffende, Programmierer, Entwickler, aber auch die KMUs, gestandene Unternehmen und natürlich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die zu den unterschiedlichen Themenaspekten arbeiten und forschen. Die zusammenzubringen, in fruchtbaren Dialog und Austausch zu bringen und dann vielleicht eben tatsächlich Ideen sich entwickeln zu lassen. Und bei der Frage Real-Life-Events versus Online-Austausch, wie wichtig ist denn noch dieser persönliche, menschliche Kontakt, auch wenn es um Digitalisierung geht? Ich glaube, der ist ungemein wichtig, ehrlich gesagt. Und ich würde es aber auch trotzdem gar nicht als Versus bezeichnen. Ich glaube, die Ergänzung ist einfach wirklich wichtig. Ja. Ich habe es selbst schon mal erlebt, dass man vielleicht online über Twitter vielleicht schon mal einen Kontakt hatte zu bestimmten Personen. Aber es ist dann umso schöner, wenn man sich dann bei einer Veranstaltung trifft und vielleicht schon mal irgendwo eine Schnittmenge oder eben einen virtuellen Kontakt vorab schon mal hatte. Aber trotzdem merken wir einfach, dass gerade bei so einem komplexen Themenfeld wie Digitalisierung, was ja viele Veränderungen mit sich bringt, viele Unsicherheiten aber vielleicht auch mit sich bringt, tatsächlich der zwischenmenschliche Kontakt und der Austausch und das Gespräch bei Veranstaltungen einfach nicht zu ersetzen ist tatsächlich, ja, weil daraus sich eben auch viele Sachen entspinnen dann häufig. Und deswegen, wie gesagt, ich würde es nicht als Wörter sehen, die intelligente Vernetzung ist mir wichtig an der Stelle zwischen Digitaltools und Veranstaltung. Aber tatsächlich glaube ich, dass Real-Time, Real-Life-Veranstaltungen und der echte persönliche, zwischenmenschliche Austausch immer wichtiger wird eigentlich. Es ist trotzdem wichtig, ist, sich mal in die Augen geguckt zu haben. Genau. Ne? Ja. Welche Formate sind denn Ihrer Meinung nach besonders geeignet, um Menschen zusammenzubringen und neue Ideen und Innovationen zu pushen? Gut, ich glaube, da gibt es viele, ehrlich gesagt. Ja, so vielfältig wie die Themen sind, so vielfältig wie die Akteure sind, aber auch die Perspektiven auf die unterschiedlichen Themen, desto vielfältige Ansätze braucht man auch und Formate braucht man, glaube ich, auch, um diese Themen und die Akteure miteinander zu vereinen und zusammenzubringen. Also insofern würde ich da jetzt nicht sagen, wir haben das eine Format, was das alles mit sich bringt und wir einen Haken dahinter setzen können, funktioniert und check und wir können nach Hause gehen, sondern ich glaube, da braucht es eben viele Ansätze und viele Formate. Wir haben Formate wie den Hackathon oder wie die Hackathons zum Beispiel, die wir durchführen, wo es tatsächlich darum geht, gemeinsam Ideen zu entwickeln, zu kreieren und dann vor Ort gemeinsam in transdisziplinären Teams umzusetzen, Prototypen zu entwickeln, sei es mit 3D-Druckern oder aber auch Softwarelösungen. Das ist sicherlich ganz spannend, woraus wirklich ganz konkrete Ideen und Anwendungsbeispiele entstehen können. Aber wir haben auch andere Formate wie den digitalen Marktplatz zum Beispiel, den Digitaldienstag, viel Digitales dabei tatsächlich, aber ich glaube, da gibt es viele Formate, die tatsächlich das alles mit sich bringen und den fruchtbaren Dialog eben ermöglichen. Das passt auch ganz gut zu meiner nächsten Frage. Gibt es denn auch Beispiele für neue Verbindungen oder sogar neue Gründungen, die ihren Ursprung in einem Event hatten? Ja, also wir hatten es tatsächlich, man kann es im Vorfeld ja meistens schlecht planen. Ja. Wir versuchen immer eher so die Plattform zu bereiten und so den Austausch zu ermöglichen und versuchen das auch möglichst gut zu moderieren und zu framen, das ist klar, aber was daraus dann
letztlich entsteht, liegt ja eigentlich bei den Teilnehmenden. Ja? Insofern ist es für uns auch immer ganz spannend mitzusehen und mitzuverfolgen, auch was daraus entsteht dann. Wir haben es tatsächlich bei einem Hackathon zum Beispiel, dass daraus jetzt wirklich eine Idee weitergesponnen wurde und da jetzt weiter dran gearbeitet wird tatsächlich auch und es zu einer Realisierung kommen soll. Es gab aber tatsächlich auch, das habe ich neulich erfahren, auch aus dem Hackathon heraus, den Punkt, dass Mitarbeiter gefunden wurden, die für die Veranstaltung hier nach Braunschweig kamen. Und dann hat sich jemand gedacht, das klingt gut, die haben einen guten Eindruck gemacht, die sichere ich mir gleich mal. Aber auch beim digitalen Marktplatz gab es Gespräche zwischen Personen, also wirklich auch in Vier-Augen-Gesprächen noch bis tief in die Nacht hinein, wo auch tatsächlich mir gesagt wurde, dass daraus tolle Ideen entstanden sind und eben auch Kontakte einfach. Und es ergibt sich vielleicht auch nicht unmittelbar, dass dann was Konkretes entsteht, aber dieser Kontakt ist ja erstmal wichtig und dann kann da ja auch langfristig was draus entstehen, häufig. Das klingt super. Und wen wollen Sie genau erreichen? Also richten sich die Events wie zum Beispiel Digitaler Dienstag, den haben Sie gerade erwähnt, richtet sich das denn nur an die IT-Community in Braunschweig oder kann da theoretisch jeder kommen und zuhören oder mitmachen? Und kann das vor allem auch jemand verstehen, der nicht vom Fach ist? Genau darum geht es uns, ehrlich gesagt. Ja, wir wollen nicht nur die Nerds zusammenbringen, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf, was ich auch überhaupt nicht negativ meine, ganz im Gegenteil. Aber uns geht es tatsächlich darum, Themenzugänge zu schaffen eigentlich, wo wir erstmal die Basis legen, vielleicht mit einer Einführung, mit einem kurzen Impuls am Anfang beim Digitaldienstag zum Beispiel, aber dann durchaus auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, in das Gespräch suchen tatsächlich, um dann tatsächlich so ein bisschen mehr ins Thema reinschauen zu können. Aber da versuchen wir tatsächlich, die Leute zusammenzubringen, die sich einfach für ein Thema interessieren. Ja, das kann ganz unterschiedlich sein, Smart City zum Beispiel, wir hatten aber auch Digital Mindset zum Beispiel, New Work, da gibt es, glaube ich, wirklich viele Themen, die sich da anbieten und die deswegen auch immer wirklich die unterschiedlichsten Leute eigentlich zusammenbringen, sei es aus beruflichem Interesse, aber auch privatem Interesse. Da versuchen wir wirklich möglichst breit zu sein, das können dann Studierende, Wissenschaftler, aber auch KMUs, Leute von Unternehmen sein, aber eben auch tatsächlich die Freischaffenden, die IT-Community, also möglichst breit, weil das Spannende ist ja tatsächlich, unterschiedliche Leute zusammenzubringen und in den Austausch zu bringen. Das ist das, was wir ja versuchen wollen. Mhm. Sie sind ja durch Ihren Job immer von den aktuellsten Forschungs- und Gesellschaftsthemen umgeben. Was haben Sie denn da aus Ihrer Arbeit mitgebracht im Bereich Digitalisierungsevents? Zu welchem Thema besteht der größte Redebedarf? Können Sie das ein bisschen eingrenzen? Ist, glaube ich, unterschiedlich, je nach Perspektive. Ja. Aber ich glaube schon, und das merken wir bei vielen Veranstaltungen, dass doch auch wirklich bei vielen Themen dann doch so eine gewisse Verunsicherheit mitschwingt. Ja. Es muss nicht unbedingt eine negative Einstellung sein, sondern erstmal eine Verunsicherung, wie wirkt sich das vielleicht auf meinen Beruf aus oder vielleicht auch auf meine persönliche Entwicklung. Da gibt es wirklich viele Fragen einfach. Das sind manchmal Ängste, das sind manchmal Vorbehalte. Und das merken wir doch bei vielen Veranstaltungen, dass dann irgendwann so das Gespräch doch darauf zurückfällt. Ja? Und das ist dann schon, merkt man eigentlich auch umso wichtiger, dass es dann eben solche Angebote gibt, wo man diese Leute zusammenbringt, um eben auch da wieder durch das persönliche Gespräch, durch den Dialog vielleicht auch solche Vorbehalte entkräften kann, vielleicht mal in einem Gespräch. Ja? Mich würde ja mal brennend interessieren, wenn Ihnen alle Möglichkeiten offen stehen würden, keine Grenzen sind gesetzt, welches Eventformat würden Sie denn gern mal umsetzen? Also was Ort, Kosten, Publikum, Akteure, okay. Sie dürfen frei wählen, was möchten Sie gerne mal machen? Kann ich danach einen Antrag stellen dazu? Ne? Ich fände es tatsächlich spannend. Wir haben ja das Format des digitalen Marktplatzes entwickelt, ja, wo wir nicht sagen, wir haben von mir aus mal 2-3 Experten und Expertinnen zu einem Thema, sondern wir sagen, wir haben 30 Leute vor Ort, die sich zum Thema Digitalisierung zu den ganz unterschiedlichsten Themenfeldern und Aspekten und Perspektiven auskennen, Expertenwissen mitbringen. Wo wir also 30 Expertinnen und Experten einbinden und einladen und dort in ein Vier-Augen-Gespräch ermöglichen, wo jeder hinkommen kann und sich so ein Gespräch buchen kann, kostenlos. Und es wäre eigentlich mal ziemlich cool, wenn man schaffen würde, diese Veranstaltung nochmal zu skalieren und zu sagen, wir machen das an einem Abend nicht nur in Braunschweig, sondern wir machen das an mehreren Städten parallel. Und man kann New dann York, auch, Rio, Tokio. Zum Beispiel, ja, und dann so den großen Abend des digitalen Marktplatzes und dann vielleicht noch so zwischen den einzelnen Veranstaltungen hin und her schalten, sich auch in andere Gespräche reinklinken mit Kopfhörern, kann das, finde ich, ziemlich spannend, ehrlich gesagt. Aber ich versuche noch, wo ich das unterbringen kann für eine Förderung. Mal schauen. Oh, klingt gut. Wir kommen auch schon zum Ende unseres kleinen Interviews. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die ist wie immer die gleiche. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten für den Innovationsstandort Braunschweig, was würden Sie sich wünschen? Dann würde ich mir wünschen, dass tatsächlich diese Vorteile, die Braunschweig bietet, ja, diese lokale Nähe, die kurzen Wege, dass die
vielleicht einfach noch mehr genutzt würden, ja, und tatsächlich so dieser Gemeinschaftsgedanke und das Miteinander noch mal mehr Anwendung findet, einfach indem man sich auch mal schnell austauscht und die Kontakte knüpft, die ja da sind vielleicht, und nutzt, um Ideen auch schnell auf den Weg zu bringen. Ich glaube, das könnte noch hier und da mal schön sein. Ein schöner Wunsch. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank auch, liebe Zuschauer. Wenn Sie Lust haben, dann klicken Sie sich auch noch in die Schnellfragerunde mit Thorsten Witt rein. Und seien Sie gespannt, mit welchem Gesprächspartner und zu welchem Thema ich mich das nächste Mal in Braunschweig irgendwo auf eine Limo treffe. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.